Ich bin Aisha. Und ich bin Tobi. Wir studieren Life Sciences Ernährungswissenschaft. Es studiert ja nicht jeder Ernährungswissenschaften, also. Wir sind schon einzigartig. Ja, es ist mega wichtig, was wir hier machen. Alle vegan würde ich jetzt nicht mal sagen. Bewusst würde ich sagen, wir sind sehr ernährungsbewusst. Ja, also ich glaube, bewusst ist das richtige Stichwort dafür. So, wir studieren ja Ernährungswissenschaften und da ist ja ein gewisses Interesse an der Ernährung da. Aber man findet alles bei uns, also Vegetarier, ja. Veganer, andere Sachen auch. Ja. Ich meine, lebendes Beispiel, dass das nicht so ist. Ja. Aber ich glaube, viele sind es nicht, oder? Männer. Nee, nicht wirklich. Also ich weiß, am Anfang waren ungefähr 5 Jungs bei 50 Studierenden. Also es ist schon ein überwiegender Anteil an Frauen, aber es gibt schon auch Jungs. Aber es gibt ja eigentlich gar keinen Grund, dass es vor allem Frauen studieren, weil es ist ein Thema, das betrifft uns alle. Also ist an der Zeit, dass es sich ändert. Ja. Der Klassiker. Das große Klischee. Aber das ist nicht das Ziel von unserem Studiengang. Wir machen keine Ausbildung zum Ernährungsberater. Wir machen Wissenschaft, die Wissenschaft hinter der Ernährung. Eben, also das Studium dreht sich ja um viel, viel mehr als nur die Ernährung in Form von was esse ich. So, es geht um Ernährung als Konzept und das merkt man auch, sobald man hier anfängt. Um zu wissen, was wirklich gesund ist, muss man ja erstmal wissen, was macht Ernährung mit dem Körper überhaupt? Stichwort Public Health, wie kann man mit Ernährung die Gesundheit nicht nur von einzelnen Menschen, sondern von ganzen Bevölkerungsgruppen verbessern oder fördern? Dazu muss man wissen, dass eine falsche Ernährungsweise Krankheiten auslösen oder mitverursachen kann. Genau, das finde ich extrem spannend an dem Thema Ernährung. Das betrifft uns alle in allen Altersgruppen und überall auf der Welt. Im Kern von unserem Studium liegt alles Biologische. Das heißt, wir haben Fächer, die wirklich sehr ins Detail gehen, was Biologie angeht. Oder auch ein bisschen medizinisch, wie zum Beispiel Physiologie oder Anatomie. Das heißt, man versteht dann relativ gut, wie der Körper funktioniert, wie er Sachen aufnimmt, wie er mit der Umwelt auch in Kontakt steht. Aber in höheren Semestern hat man auch andere Fächer. Ja, genau. Also ab dem zweiten Drittel hat man echt viele Wahlmöglichkeiten und kann sich wirklich auch so eine Richtung geben, selber in welche Richtung man gehen möchte. Also ich habe es bei mir jetzt sehr gesellschaftswissenschaftlich ausgelegt. Also ich habe viel in Richtung Public Health, auch Wirtschaft. Natürlich kann man auch, wenn einen das Naturwissenschaftliche interessiert, kann man weiter in die Richtung gehen und sich dann noch mehr zum Beispiel in Immunologie spezialisieren. Man kann aber auch Richtung Technik gehen, also Lebensmitteltechnik ist natürlich auch möglich. Unser Studium ist wirklich eine Grundlage für viele Sachen. Man kann in so viele verschiedene Richtungen gehen und es fokussiert sich nicht nur auf Ernährung, wie man das jetzt im täglichen Leben so mitbekommt. Also unser Studiengang ist mega interdisziplinär. Wie schon gesagt, wir haben Fächer aus allen Richtungen. Ich finde das auch extrem toll, dass das von der TUM so unterstützt wird. Also ich kann jetzt rückwirkend sagen, dass die Angebote, die man hat an interdisziplinären Fächern, sehr groß ist und dass das auch alles wirklich sehr vorgelebt wird. Man kann zum Beispiel an den Project Weeks teilnehmen, bei dem man in einer Woche mit Studierenden aus allen Fachbereichen zusammenarbeitet, an einem Thema, was einen interessiert. Und das ist auch echt cool, weil wirklich es treffen so viele verschiedene Sichtweisen aufeinander. Man arbeitet zusammen an einer Lösung. Der TUM eilt ihr Ruf voraus. Kann man nicht leugnen, dass das einer der Gründe ist, warum man sich für die TUM entscheidet. Aber auch generell so hier an der TUM, die Kultur, die gelebt wird, ist extrem cool, finde ich. Weil es ist schon sehr hands-on. Also man kann das Gelernte wirklich auch umsetzen. Es ist sehr wirtschaftsorientiert, also auch wenn man später mal in Richtung Startup gehen möchte, hat man hier wirklich die besten Voraussetzungen. Und ich glaube, das unterscheidet die TUM dann auch von anderen Universitäten. Und insbesondere der Campus Weihenstephan ist ja dafür bekannt, alles was mit Life Sciences zu tun hat, der ist super ausgestattet, wir haben super Labore und man hat auch viele Möglichkeiten hier im Umfeld Praktikas zu machen oder so. Und zum Beispiel gibt es ein TUM Venture Lab. Wenn man wirklich Lust hat, seinen eigenen Startup zu gründen, kriegt man da super viel Hilfe und einfach so einen Startkick, um sein eigenes in die Hand zu nehmen. Und an der TUM ist natürlich die Forschung und das Wissenschaftliche auch in erster Stelle. Das heißt, man hat hier alle Möglichkeiten. Also der Campus ist mega schön, insbesondere im Sommer, ja. Weil es ist ein großer Campus. Man hat wirklich dieses Campusgefühl. Und die Leute sind auch sehr offen. Ja, ich meine, wir haben hier zum Beispiel hier vorne auch den Volleyballplatz, wo sich wirklich im Sommer viele Leute mal treffen. Man hat echt ein wunderschönes Campusleben.
Der Studiengang an sich ist für TUM-Verhältnisse relativ klein. Also wir waren bei uns, glaube ich, am Anfang weniger als 50 Leute. Und deshalb ist es relativ einfach, sich zu connecten mit den anderen. Vor allem die erste Woche hilft halt sehr viel dabei. Man kennt halt auch die Dozentinnen oder Dozenten sehr gut dann und hat einfach ein bisschen ein persönliches Verhältnis zu denen. Und das macht das Lernen auch einfach viel angenehmer. Dieses Jahr haben wir auch den Verdauungskanal gelauncht. Das ist jetzt ein Social-Media-Projekt, das gerade noch am Anfang ist, um das, was wir lernen, auch ans weite Publikum weiterzugeben, weil man fragt sich, was machen eigentlich Leute, die da studieren? Und wir wollen das Wissen, was wir jetzt im Studium so gewinnen, mal zeigen, was machen wir da überhaupt und wieso ist das eigentlich relevant? Man muss für das Naturwissenschaftliche auch schon ein bisschen brennen, um auch Spaß zu haben am Studium. Das merkt man im ersten Semester schon, man braucht Mathe, Chemie, Physik. Irgendwann kommt ein ganz tolles Fach, physikalische Chemie, das muss man auch können. Am schwierigsten, finde ich, bis jetzt waren die ersten zwei Semester in unserem Studium. Die sind sehr grundlagenlastig und es zieht sich ein bisschen. Und der Bezug zur Ernährung ist nicht super deutlich am Anfang, aber das kommt noch. Also ich fand eigentlich die Klausurenphase im Sommer immer am anstrengendsten, weil im Winter hat man es halt so, dass es schön über die Ferien verteilt ist. Man hat genügend Zeit für jede Klausur. Im Sommer ist es dann halt leider auf 2 bis 3 Wochen alles zusammen komprimiert. Und das sind dann echt harte Wochen, aber danach hat man die Belohnung in Form von Ferien. Die ersten zwei Semester, das ist, wo auch viele aussteigen. Ja, ich glaube schon. Ja. Also da haben wir auch viele verloren im Sinne von auf dem Weg, weil die einfach, sie kommen ins Studium, denken sich so, boah, das wird ja richtig easy. Und dann hittet die, dass das ist sehr wissenschaftlich Mathe, ist. Statistik. Und dann sagen viele, oh, das ist mir viel zu wissenschaftlich, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Und dann hören sie auf. Aber danach bleiben die Leute, auch wenn es hart ist, bleiben dann die Leute noch da. Viele Leute zieht es natürlich auch in die Pharmabranche oder in die Lebensmittelindustrie. Das sind, glaube ich, die Top-Player bei uns. Man kann aber natürlich auch an der Uni bleiben, Forschung, Lehre. Es gibt eigentlich echt viele Möglichkeiten. Man kann auch in öffentliche Ämter gehen. Wir werden definitiv überall gesucht. Ernährungswissenschaftler sind wichtig in vielen Branchen. Wenn man den richtigen Ort findet, dann kann man schon gut Geld verdienen.